Die Spellforce-Reihe, bisher ein Mix aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel, bekommt einen neuen Ableger. Spellforce Conquest of Eo legt den Fokus allerdings auf Rundenstrategie und sieht auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Civilization, Heroes of Might and Magic und Fantasy General aus. Wir haben vom Entwicklerteam Owned by Gravity Videomaterial aus einer Alpha-Version bekommen und mit Studiochef Jan Wagner ausführlich über das Strategie-Epos gefachsimpelt. Das Spiel hat wegen des frühen Entwicklungsstadiums allerdings noch keinen Soundtrack, deshalb läuft hier passende Musik aus den früheren Spellforce-Spielen. Und auch die Animationen sind längst noch nicht fertig. Trotzdem macht das Projekt schon einen sehr guten ersten Eindruck. Und wir betonen nochmal, Conquest of Eo ist ein Serienableger, also nicht Spellforce 4. Dieses Video wird präsentiert von TikTok. Conquest of Eo spielt, große Überraschung, in der gleichnamigen Spellforce-Welt. Die Weltkarte mit ihren Regionen und Siedlungen ist also grundsätzlich fest vorgegeben. Das Gebiet Golden Fields zum Beispiel liegt genau dort, wo es hingehört. Alles andere aber ist prozedural generiert. Rohstoffquellen, Ressourcenstapel, viele Quests, herumstreunende Gegner, alles was in einer zünftigen Fantasy-Welt halt so herumsteht und rennt. Trotz des Wortes Conquest im Namen geht's aber streng genommen fast gar nicht ums Erobern, sondern ums Beeinflussen, Zaubern, Taktieren. Ihr erobert Städte nicht militärisch, sondern erfüllt zum Beispiel ihre Aufträge und oft steht ihr sogar vor Multiple-Choice-Aufgaben. Wobei das Wort ihr nicht so ganz stimmt, denn ihr selbst macht bei dem Gerenne noch so gar nicht richtig mit. Schließlich spielt ihr als alter Ego einen Magier in seinem Zauberturm, der gegen die mächtigen Zirkelmagier antritt. Anfangs legt ihr fest, ob ihr als Nekromant, Runenmagier oder Alchemist loslegen wollt und spezialisiert euch weiter, indem ihr Zauber aus 6 oder 7 verschiedenen Schulen lernt, etwa Erdmagie oder Naturzauber. Im Spielverlauf erforscht ihr mit gesammelten Zutaten und Gegenständen neue Zaubersprüche. Hier spielen wir einen Nekromanten und haben schon 2 Zauber auf dem Kasten, nämlich Ghule erheben und den Todesmarsch. Der vergrößert die Reichweite eines Truppenstapels, verpasst der Einheitengruppe aber Schaden. Jetzt lernen wir aber Kannibalismus dazu, mit dem wir dann lebendige Einheiten in Untote verwandeln. Für Nekromanten also ein wichtiger Zauber, um regelmäßig die eigenen Reihen aufzufüllen. Sozusagen ein Knochenjob. Unser Magierturm funktioniert in Conquest of Eo als Hauptquartier und wir können ihn immer weiter ausbauen. Zum Beispiel mit Kasernen, Werkstätten oder einem Forschungslabor. Dazu brauchen wir Ressourcen und Zutaten, die wir zum Beispiel mit Questbelohnungen, Rohstoffgebäuden oder eben Loot ergattern. Je weiter der Turm ausgebaut ist, desto größer auch sein Machtradius auf der Weltkarte. Besetzte Ressourcengebäude im Turmumkreis spülen dann regelmäßig Rohstoff in unseren Vorrat. Allerdings erschöpfen die Dinge auch irgendwann und wir brauchen neue Quellen. Ob man den eigenen Zauberturm später mal magisch bewegen kann, wollte uns Teamchef Jan Wagner aber noch nicht verraten. Je nachdem, was für einen Magier wir spielen, spezialisiert uns aber der Turm ebenfalls weiter. Als Nekromant brauchen wir zum Beispiel Seelen als Ressource und mit einem clever ausgebauten Turm bekommen wir nach Gefechten mehr davon. Die Drecksarbeit, also umherziehen, erkunden und kämpfen, das erledigt ihr mit klassischen Armeen aus 2 bis 6 Slots mit Helden und regulären Truppen. Aber auch eure Zauberer-Konkurrenz schläft nicht und schickt eigene Armeen umher, außerdem sind wandernde Monstertrupps in Eo unterwegs. Spellforce Conquest of Eo spielt rund 100 Jahre nach Spellforce 3, also vor den ersten beiden Serienteilen und der apokalyptischen Konvokation. Falls euch Begriffe und Namen wie Konvokation und Zirkelmagier nichts sagen, macht das nichts, denn das Rundenstrategiespiel fordert kein Vorwissen. Storymäßig seid ihr hier einfach ein Magier-Azubi und entdeckt die Welt von der Pike auf. Wer das Spellforce-Universum allerdings kennt, wird öfter wissend nicken, denn ihr trefft laufend auf bekannte Orte oder legendäre Artefakte. Gefechte könnt ihr übrigens entweder automatisch berechnen lassen oder auf separaten Schlachtfeldern ebenfalls rundenbasiert austragen. Das zeigen wir euch später noch ausführlich. Wie gesagt, seid ihr mit recht kleinen Armeen unterwegs. Ihr sammelt also keine 2537 Greife, sondern kämpft mit weniger Einheiten. Die gewinnen dafür an Erfahrung, leveln auf und bekommen nette Spezialfähigkeiten wie Fackelwürfe, magische Geschosse oder Feuerbälle. Je nachdem, wie ihr euren Magier spielt, stärkt ihr auch eure Truppen. Als Alchemist hantiert ihr zum Beispiel viel mit Heiltränken, um Verluste zu minimieren.
Runenmagier stärken ihre regulären Truppen mit den magischen Steinen und als Nekromant setzt ihr natürlich auf Untote. Spellforce 2 Veteranen werden sich vielleicht noch an die Großstadt Seven Keeps erinnern, also Siebenburg in der deutschen Version. Die Hauptstadt der Hohen Mark ist Sitz des Königs und spielt auch in Conquest of Eo eine wichtige Rolle. Seven Keeps belegt hier über 2 Dutzend Hexfelder und bekommt später noch mehrere Gebäude, in denen unter anderem Quests warten. Während unsere kleine Truppe hier ein bisschen umherzieht, erzählen wir euch noch etwas über die Helden. 12 davon fährt das Spiel auf, ihr könnt aber nur 3 bis 4 davon aktiv anheuern und parallel spielen. Die mächtigeren treten erst später an euch heran, ihr habt also oft die Qual der Wahl. Soll ich meinen hochgepäppelten Anfangshelden echt aus der Truppe kegeln, weil da so eine Powerfrau auftaucht? Passt die überhaupt ins Team oder vergrault sie einen anderen Recken? Gefeuerte Helden könnt ihr aber später wieder reumütig aufnehmen, sie sind nie ganz weg. Ihr erobert Städte wie gesagt nicht militärisch, sondern erfüllt Aufträge, indem ihr zum Beispiel verschwundenes Vieh aufstöbert. Wenn ihr eine Stadt unterstützt, steigt eure Reputation. Die Stadt selbst wächst und baut dann selbstständig höherstufige Gebäude, etwa Kasernen mit besseren Truppen, die ihr dann rekrutieren könnt. Oder ihr bekommt beim Schmied Zugriff auf höherwertigere Runen. Eure Helden können aber auch eigene Außenposten errichten, die unter anderem Ressourcengebäude im Umkreis nutzen. So bekommt ihr immer mehr zu tun, denn die Spielwelt ist schön groß, das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben jetzt schon den Eindruck, dass die gute alte nur noch eine Runde Falle auch in Conquest of Eo gnadenlos zuschnappen wird. Eine Partie soll rund 20 bis 30 Stunden dauern. Am Ende löst ihr per Zauber einen Showdown aus und tretet dann gegen eine riesige, noch geheime Kreatur sowie eure überlebenden Konkurrenzgegner an. Ein Multiplayer-Modus ist derzeit aber nicht geplant. Eure Helden bringen auch persönliche Aufträge mit, denn sie folgen ihrer eigenen Agenda. Sie suchen zum Beispiel ein Bombenrezept, einen ominösen Kult oder die legendäre Waffe Macht der Riesen, die Spellforce-Veteranen bekannt vorkommen dürfte. Wie bei Heroes of Might and Magic 3 spendiert ihr euren Helden bei jedem Level-Up 1 von 2 angebotenen Skills. Bei jedem 5. Stufenhüpfer spezialisiert ihr eure Helden weiter, dann wählt ihr für eure Paladin-Dame Lytra Storm etwa zwischen einem starken Heilzauber oder blendendem Lichtmagieschaden. Bombenwerfer Grimm hingegen, der freut sich über mehr Flächenschaden oder ein ätzendes Wurfgeschoss, das feindliche Rüstungen zersetzt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Kämpfe auf den separaten Schlachtfeldern funktionieren. Nämlich grundsätzlich ganz klassisch. Beide Seiten ziehen nacheinander komplett all ihre Einheiten. Jede davon, egal ob Held oder Truppe, hat meist 3 Aktionen zum Ziehen, Angreifen oder ihre Spezialfähigkeiten. An den gelben Blitz-Icons seht ihr jeweils, wie viele Aktionen noch übrig sind. Ihr dürft einer Einheit Befehle geben, zu einer anderen wechseln und wieder zurück zur ersten, ihr seid also schön flexibel. Wie gesagt, fehlen in der Alpha-Version natürlich noch jede Menge Kampf- und Zaubereffekte, aber gleich gibt's ein paar erste zu sehen. Moraleffekte wie Furcht spielen in den Kämpfen übrigens eine große Rolle, das zeigen wir nachher an einem drastischen Beispiel. Neben ihren eigenen Skills können Einheiten auch Einweg-Items wie diese Zwergenbrandgranate einsetzen, allerdings dienen viele auch als Zutat zum Zauber erforschen oder Turm ausbauen. Ihr solltet also gut überlegen, was euch wichtiger ist. Hier ein Beispiel für einen größeren Zaubereffekt. Der Praise the Light Flächenzauber der Priester von Tiara haut ordentlich Schaden raus und verschafft unseren eigenen Leuten einen dicken Moralboost. Jetzt ist der KI-Gegner dran und verbeult unserer Paladin-Heldin die schicke Rüstung, gefolgt von einem fiesen Feuerflächenzauber, der uns auch noch Damage over Time verpasst. Die Skelettbogenschützen nehmen mit 3 magischen Geschosssalven unsere schönen Fackelträger ins Visier, futsch sind sie, die Moral ihrer Kumpels purzelt runter, aber immerhin bleiben alle standhaft. Aber Obacht bei solchen Situationen. Wenn wir die Paladin-Dame wegziehen, kassiert sie einen Gelegenheitsangriff der Skelettkrieger. Doch was Skelettbogenschützen können, können unsere Priester schon lange. Mit ebenfalls 3 Salven hauen sie die klapprigen Bogenschützen um und rächen unsere armen Fackelträger. Aber jetzt läuft's richtig blöd. Unsere Paladin Lytra kippt aus dem Sattel. Wir weisen aber nochmal darauf hin, dass die Spielszenen nicht von uns stammen, wir hätten natürlich schon längst gewonnen. Die tote Heldin ist wohl der Moment, an dem 99% der Spieler zum Safe Game greifen dürften. Allerdings hat uns Gravity-Chef Jan Wagner verraten, dass sich Helden durchaus wiederbeleben lassen.
Allerdings nur, wenn ihr ihnen das entsprechende Gebäude errichtet habt, nämlich eine Lodge. Rund 35 handgefertigte Schlachtfeldkarten gibt's derzeit und je nach dem Terrain auf der Weltkarte bekommt ihr das passende Schlachtfeld. Und zwar in jeweils mehreren Varianten, etwa wie hier für Stadtkämpfe. Selbst bei selteneren Schlachtfeldern, zum Beispiel rund um eine Brücke, haben die Entwickler mehrere Versionen von Hand gebastelt. Damit die Gefechte nicht zu statisch werden, baut das Team immer taktische Alternativen ein, etwa zwei Furten rechts und links einer Brücke. Diese Karte hier bietet außerdem Deckung wie die Gerümpelbarrikaden, die dahinter quasi zusätzliche Rüstung spendieren. Zum Glück passen nicht alle KI-Gegner dahinter und unsere Hüterkavallerie kann zwei Feinde attackieren. Außerdem haben die Reiter einen passiven Charge-Bonus. Je weiter sie zum Angriff galoppieren, desto mehr Bums bringen sie ins Ziel. Der Nachteil? Die Hüterkavallerie steht jetzt ganz allein an der Front, denn unsere übrigen Truppen sind nicht ganz so flott unterwegs. Und die nervigen Barrikaden verpassen auch unseren Fernkämpfern einen Malus, zumal unsere Priester hier auf maximale Reichweite feuern, was ebenfalls den Schaden senkt. Netterweise zerkloppt diese KI-Einheit ein Barrikadenfeld, damit ihre Kollegen besser an unsere Hüter rankommen. Aber generell war es keine gute Idee, die Kavallerie so weit und vor allem so einsam vorzuziehen, denn die kriegt's jetzt von mehreren Seiten ab und sowas geht nie lange gut. Und zu guter Letzt zeigen wir euch jetzt mal, wie drastisch sich eine Moralkettenreaktion auswirken kann. Unsere Streiter sind sowieso schon nicht sonderlich gut drauf und werden von jedem weiteren Verlust noch mehr runtergezogen. Das passiert in mehreren Stufen. Disordered heißt, dass sich die Formation sozusagen langsam auflöst. Wenn wir jetzt noch einen drauf bekommen, zum Beispiel einen Helden verlieren, dann war's das. Unsere restlichen Kämpfer gehen gleich stiften und der Feind bekommt obendrein einen Moralboost. Dieses System war schon bei Fantasy General 2 sehr cool. Klasse, dass es auch in Conquest of EO drinsteckt. Einen offiziellen Release-Termin für Conquest of EO gibt es allerdings noch nicht, wir gehen aber von einer Veröffentlichung irgendwann Anfang 2023 aus. Dass die Leute dahinter Rundenstrategie gut hinbekommen, haben sie ja 2019 schon mit Fantasy General 2 bewiesen. Uns hat ihr neues Spiel auf jeden Fall positiv überrascht. Denn die Mischung aus der bekannten Spellforce-Welt, spezialisierten Truppen und den Helden mit eigener Agenda bekommt eines sehr gut hin. Ich will das spielen, und zwar sofort.